Mit der Grenze zur DDR im Norden und der zur Tschechoslowakei im Osten verlief der Eiserne Vorhang bis 1989 entlang des Kirchenkreises Bayreuth. Die Öffnung der Grenzen zum früheren Ostblock blieb für die Region nicht ohne Folgen. In den letzten 20 Jahren vollzog sich ein starker Strukturwandel. Die traditionelle Porzellan- und Textilindustrie erlebte einen Niedergang. Neue Arbeitsplätze wurden angesiedelt. Der Kirchenkreis begleitet den Strukturwandel mit dem Netzwerk Gemeinsam für die Region. Experten der Kirche entwickeln im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad neue Ideen für die Region. Der wirtschaftliche Strukturwandel ist weitgehend abgeschlossen. Nun gibt es einen demografischen Wandel. Wir versuchen jetzt natürlich, Dinge, Formate, Projekte zu entwickeln, die Region kirchlicherseits so zu gestalten, dass immer wieder stärkende Momente eintreten. Also wir versuchen, das, was da ist, was gut läuft, noch stärker zu machen. Und wir versuchen dabei, den Fokus auf die Menschen zu legen, die das mitgestalten. Das heißt, wir führen keine Projekte bis ins letzte Glied durch, sondern wir suchen uns Kooperationspartner, entwickeln Ideen gemeinsam.